Bratislava ist übrigens ein Stadtstaat. Das sind doch nicht die Polen in Australien. Aber ich glaube, er steht am einzig Okay. gescheiten Ort hier in Australien. Hm. So, das Hamburger Wasserkraftwerk ist fertig geworden. Dann würde ich dir mal Hute die Elbe. sagen, baue ich meine Waffenkammer, wenn ich jetzt bald den Krieg ziehe. Ah, was haben wir denn da? Ich hab mich gerade erschrocken, hier steht ein Katapult direkt vor Hamburg, aber das ist mein eigenes. Hat dir schon irgendwer den Krieg erklärt und du weißt es nicht mehr? Ja. So, Eiffelturm wurde vollendet. Sehr gut. So, ihr Berliner, was wollt ihr denn jetzt haben? Eine Waffenkammer könnt ihr gerne haben. Ihr werdet gar nicht gefragt, ihr bekommt einfach die Waffenkammer. So. Dortmund hat einen Zirkus. Circus Maximus. Nein. Tja, Siedler, wo willst du hin? Australien ist nicht so das beste Land zum Bauen. Habt ihr ein paar Kängurus? Hier gibt's Elefanten und Pferde, aber keine Kängurus. Oder etwas verkehrt? Wie funktioniert das mit dem Kultursieg? Kann es dir nicht sagen. Anstehende Sitzung. Oh Was dürfen nein, wir da schon machen? wieder. Pelze wollen sie verbieten. Ach, die Peter ist an der Macht. Ach, da bin ich aber absolut dagegen. Ich auch schon aus Prinzip. Wen habe ich denn hier? Den kenne ich nicht. Du schreckliche Peter. Bauen wir denn mal in Berlin? Ich kann ja nicht verstehen, wie eine Tierschutzorganisation in Amerika Tiere aufnimmt, die vermittelt werden sollen, davon aber zu 99% oder zu 90% die Tiere umbringt und nur die Rest nur wenige vermittelt. Naja, vielleicht, wenn sie keine haben will, ne? Ist ja genau wie dem Zoo mit dem Giraffe Marius da gewesen. Du, das kann wegen mir jedes Tierheim machen, aber nicht eine Organisation, die sich auf die Fahnen schreibt, wir sind für Tiere. Gut, da kann ich die Peter jetzt aber auch verstehen. Wenn sie die Tiere haben, ich meine, dass sie den wegnehmen, ist nicht in Ordnung, aber wenn sie die Tiere alle haben und finden niemanden dafür, die können die ja nicht ewig aufbewahren. Die müssen Tun die die auch auch gar pflegen nicht, und habe ich das füttern und Gefühl. alles. Es gibt ja Statistiken. Das ist wie ein Euthanasieprogramm. Die rotten die da Okay. faktisch aus. Und von Jahr zu Jahr bringen die mehr und mehr um. Okay. Interessant ist auch, da muss ich aber nochmal nachlesen, ob das auch wirklich stimmt. Da bin ich mir nicht so sicher, dafür lege ich jetzt mal keine Hand ins Feuer. Dass Peter die Aussage gemacht hat, dass sie allen Diabetikern nicht das Insulin gönnen wollen, da dort irgendwie tierliche Inhaltsstoffe enthalten sind oder was weiß ich, was damit gemacht wurde. Außer ihrer Führungsebene. Sie sagte, ich muss am Leben bleiben, um den Kampf für die Tiere fortzuführen. Okay. Ich muss mir das nochmal nachlesen, ob das auch wirklich stimmt. Wenn das stimmen sollte, dann hat die sowieso schon verschissen. Noch mehr als Ja. sonst. Wozu brauchen die eigentlich ein millionenschweres Hauptquartier? Das weiß ich auch nicht.
Wie ist denn die Hauptstadt von Amerika? Weißt du es nicht? N nein. Washington? Washington ist das? Ja. Ist aber denen ihre kleinste Stadt, ne? Hm, okay, ist wirklich Washington. Bin ich nicht, die ist ganz schön groß. 17? Guck mal, da sind noch welche mit 22, 26. Das meinst du ja. Ist halt vielleicht kein so gutes Gebiet. Das kann auch sein. Eine Oase habe ich gefunden in Australien. Hey, schön, prima. Ich gratuliere. Hier unten ist ein Sumpf, naja. Grasland. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, wo ich. Vielleicht soll ich einfach in Neuseeland bauen. Da wohnen die Hobbits. Und Sauron. Stimmt, Sauron wohnt da auch. Aber Gandalf und die Elben, alle wohnen da. Hast du denn schon jetzt den zweiten Hobbit angeschaut? Im zweiten Hobbit war ich im Kino. Ach stimmt, du warst vor mir drinne. Ja. Haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon drüber geredet. Ja. Passt schon. Ja. So, Archäologe, du kannst schlafen. Aha, das Kölner Krankenhaus ist fertig. Lalala. Singapur. Ich glaube, ihr seid als erstes dran. Deinen Bautrupp angegriffen. Du hast meinen Bautrupp angegriffen. Nein, wer hat denn deinen Bautrupp angegriffen? Ich sehe gerade, dass der nämlich. Ja, die, wenn die öfter mal übers Meer fahren, dann fahren die mal an so einer Barbareninsel vorbei und werden beschossen. Ah. Ist nicht schlimm. Nur ein Kratzer. Also hätte ich einen Bautrupp angegriffen, hättest du es, glaube ich, schon in einer Statusnachricht aufploppen sehen. Ja, dann hätten wir sofort Krieg gehabt. So, das Münchner Krankenhaus ist auch fertig. Uhu. Ah, super. Dann bauen wir in München doch jetzt erst einmal. München gefällt mir nicht. München ist seltsam. Ach, die Frankfurter schon wieder. Was wollt ihr andauernd von mir? Die Amerikaner Brot. fahren ganz schön viel Armee hier auf an der Grenze von Frankfurt. Das gefällt mir nicht. Ja. Muss ich vielleicht doch mal ein paar Einheiten bauen hier. So, die Dortmunder, was wollt ihr haben?
Ihr seid natürlich am Arsch der Welt. Ihr kriegt erstmal Stadtmauern. Stadtmauern sind immer gut. Ja. Ja, ich glaube, der Amerikaner erklärt mir gleich Krieg. Obwohl wir so gut befreundet sind. Sicher. Ja, wir sind freundlich. Also er ist freundlich zu mir. Dass er dir Krieg erklärt. Ja, guck mal, der hat hier direkt unter Frankfurt steht eine Gatling-Kanone und ein Schütze. Und den Rest sehe ich nicht, weil alles im Schatten ist. Muss sie einschützen. Doch so ein bisschen in meine Richtung. Meinst du? Mal schauen, wo er gleich hinkommt. Er ist verschwunden. Oh, mir hat ein unbekannter Spion Technologie gestohlen. Ich Das war ist es eine nicht. Schweinerei. So, jetzt muss ich also ein bisschen Gendarmerie und so bauen. Das geht ja nicht weiter so. Dann verzögert sich mein Kriegsplan noch ein bisschen. Washington ist die Zivilisation, wo ich den größten Einfluss drauf habe. Sogar mehr Einfluss wie auf dich. Okay. Will er wahrscheinlich dir Krieg erklären. Ach ja, jetzt bin ich es wieder. Ja. So, dann baue ich hier erstmal eine Gendarmerie. Sicher ist sicher. Ich habe die Polen gefunden. Wo sind sie? Direkt links neben Madrid. Das heißt, ein paar Felder neben Madrid. Da, Warschau, ich sehe sie auch. Ha. So, was möchte ich denn mal erlassen? Ich möchte keinen Pelz als Pelze verbieten. Klar werden Pilze. Nein, werden nicht verboten. Ich Machen wollte mal gerade Minus sagen, rein, denk du mal Nein stellen. an deine, na hier, Zufriedenheit. Ja, stimmt halt nein. Du kannst auch Pfeil runter machen, Habe ich ne? schon längst getan. Stuttgart wurde gegründet in Australien. Gratuliere dem stolzen Besitzer. So, dann kriegt ihr erstmal ein Monument. Australien ist aber gut besetzt. Hier gibt es Öl, Aluminium, Kohle, furchtbar viele Tiere und zwei Stadtstaaten.